Herzlich willkommen, Personaltrainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, heute mit Ramona zum Thema funktionalem Krafttraining. Auf was sollte man achten bei der Bewegungsausführung von verschiedenen Krafttrainingsübungen? Heute sind wir wieder im Venice Beach Fitness Club in Karlsruhe in der Rückenburger Straße, dem Fitnessclub, die Nummer 1 in Karlsruhe zum Thema Fitness und Fun. Die nächste Übung, die uns Ramona vorführt, ist auch wieder eine Bauchübung, so ähnlich wie gerade eben, nur dass jetzt hier zum Bauchtraining die Bauchtrainingsschlaufen benutzt werden und somit ich keine Auflage von Rücken hinten habe, ist es etwas schwieriger zum Ausführen, betrifft aber die gleiche Muskelgruppe, ist natürlich koordinativ wesentlich anspruchsvoller. Ramona, könntest du mal bitte loslegen? So, die Armtrainingsschlaufen einhängen, oben mit den Händen festhalten und darauf achten, dass man die Schulterblätter nicht nach oben zieht. Die Schulterblätter bleiben fixiert und jetzt den gleichen Bewegungsablauf wie gerade eben auch. Einmal mit angewinkelten Beinen und darauf achten, das Ganze ohne Schwung auszuführen. Ja, und noch eine bitte. Wie ihr seht, ist es sehr anstrengend. Gut, und absetzen. So, ich zeige jetzt euch auch mal die Übung funktioniert, weil die ist dermaßen schwer, wie ihr auch gesehen habt. Das stellt natürlich schon jedem ein Stück weit meine Aufgabe. Wichtig ist, dass ich hier oben mich mit den Händen richtig schön fixiere und mich dann richtig reinhänge, aber nicht durchhängen lassen, die Schulterblätter nach oben ziehen, sondern ich muss hier fixieren. So, dann gibt es einmal die Variante mit angewinkelten Beinen. Das ist etwas einfacher, aber für viele, die es noch nie gemacht haben, auch schon recht schwer. Also somit keine Übung für einen Anfänger. Und dann kommt natürlich die Variante mit ausgestrecktem Bein. Langsam runter auf den Nullpunkt und wieder nach oben. Langsam runter zum Nullpunkt und wieder nach oben. Sehr anspruchsvoll, aber entsprechend natürlich auch sehr wertvoll für die Bauchmuskulatur. Natürlich auch sehr stark für die untere Bauchmuskulatur. Wobei natürlich der restliche Anteil der Bauchmuskulatur mit von der Partie ist. Wichtig nochmal, hier oben nicht durchhängen lassen, oben fixieren, also hier festhalten und dann die Übung einleiten und das Ganze natürlich nicht, wie man es sehr oft sieht, dass da solche Dinge hier gemacht werden mit Schwung, sondern Nullpunkt, anhalten, langsam wieder runter oder die gestreckte Variante, langsam wieder runter. Das war Beinheben mit den Bauchtrainingsschlaufen.